Vielen, vielen Dank. Und jetzt haben wir ja nach den drei ersten sozusagen Statements, die ein bisschen abstrakterer oder allgemeinerer Natur waren, gehen wir jetzt zu den Akteuren, geben wir das Wort, die sozusagen starke soziale und politische Bewegung derzeit repräsentieren. Aitor, ihr habt mit der Bewegung des 15. Mai eine unüberhörbare Kritik an dem politischen Zustand in Spanien artikuliert. Und viele haben sich euch ja angeschlossen. Ihr habt mit dem Konzept der Assembleas, der Nichtrepräsentanz und anderer Konsensbildung versucht, andere Repräsentationssysteme zu erfinden, sage ich jetzt mal. Was kannst du uns über die Bewegung erzählen, beziehungsweise viel mehr nochmal, was kannst du aus dem politischen Kontext erzählen, der diese Bewegung ermöglicht hat, geschaffen hat und der diese versucht, wo die Bewegung versucht, dagegen anzugehen? Well, I'm sorry for not speaking German, so I will do it in Spanish, okay? Sorry for that. Okay. I'm sorry, I also have to, ich muss auch natürlich Hanno Brugmann vorstellen, der die Übersetzung macht und vielen Dank dafür, dass du jetzt kontinuierlich übersetzt hast. Respecto al contexto, su dimensión sociomaterial estaba marcada por la crisis y las políticas de austeridad asociadas a las reformas estructurales. En Bezug auf den Kontext und die Dimension, die soziomaterielle Situation war geprägt von der Krise und den Austeritätspolitiken, die zusammenkamen mit strukturellen Reformen. Un ejemplo podría ser el alto porcentaje de desempleo, siendo cerca del 45% del paro juvenil por aquel entonces y un 20% el general. Ein Beispiel dafür könnte sein der hohe Prozentsatz der Erwerbslosigkeit, der ungefähr bei 45% in der Jugend liegt und generell bei 20%. O el número de familias que son desahuciadas cada día, alrededor de 240 en todo el estado. Motivo por el cual la lucha de la vivienda fue fundamental por diversas formas. Oder ein anderes Beispiel, die hohe Anzahl der Familien, die zwangsgeräumt werden. In Spanien sind das ungefähr 240 Familien jeden Tag. Und deswegen ist der Kampf um Wohnraum ein fundamentaler Kampf. Por otra parte, también hay que entender el contexto preelectoral en el que emerge. La ciudadanía ya estaba harta del bipartidismo del Partido Popular y del Partido Socialista, de su alternancia. Auf der anderen Seite gibt es auch den vorelektoralen, also den Vorwahlkampf, wobei die Bevölkerung keine Lust mehr hatte, wütend war auf das Zwei-Parteien-System, wo sich die Sozialdemokraten und die Konservativen immer abgewechselt haben. Se daba una subalternidad y una acomodación de los partidos y la casta de políticos que los integran en un modelo de democracia en descomposición por la desarticulación de la representatividad electoral. Es gibt eine Subalternität und eine Festsetzung der Parteien und der politischen Kaste, die sich in einem demokratischen Modell integriert hat, die sich auszeichnet durch eine Zersetzung der Repräsentation im Wahlkampf. Asimismo también se presentaban elevados niveles de desafección político-institucional, corrupción, etc., que son otros factores a tener en cuenta, pero también se explican por la cultura política española, la cultura de la transición. Es gibt ein hohes Niveau von Abneigung dieser politischen Institutionen, auch aufgrund von Korruption zum Beispiel, die andere Faktoren sind, die man anerkennen muss und die sich aber auch durch die spezielle politische Kultur in Spanien erklären. Pero más allá de la cultura política, la cuestión fundamental es que el sistema político español carece de legitimidad democrática suficiente y es de hecho una crisis del régimen político. Aber jenseits dessen, der politischen Kultur, ist es auch eine fundamentale Frage des politischen Systems überhaupt in Spanien. Lauter. Mal ein bisschen nach vorne rücken.
eigentlich näher ran. Also jenseits der Frage der politischen Kultur in Spanien ist es auch eine, gibt es eine tiefer liegende Frage des politischen Systems überhaupt, in dem es vollkommen an Legitimität, an demokratischer Legitimität fehlt. Es ist eine Krise des politischen Systems und dieser, des politischen Regimes. Y ese es el desafío que plantea el 15M, ¿no? La legitimidad democrática del régimen político y que se expresa en lemas como no es una democracia, no lo es una dictadura, eso es, o nadie nos representa. Das ist die Herausforderung, mit der sich die Bewegung des 15. Mai, 15M, konfrontiert sah. Eben die demokratische Legitimität dieses politischen Regimes in Frage zu stellen. Das hat sich vor allen Dingen ausgedrückt in den Sprüchen und Slogans dieser Bewegung, die da zum Beispiel waren, das ist keine Demokratie, das ist eine Diktatur und niemand repräsentiert uns. Ja. Nosotros lo que queremos no es un cambio en el sistema, sino un cambio del sistema. Wir wollen keinen Wechsel im System, sondern wir wollen einen Wechsel des Systems. Que se base en la que se base en la democracia participativa, horizontal, directa, en la radicalidad democrática. Dieses System müsste sich auszeichnen durch eine partizipative Demokratie, eine horizontale, eine direkte Demokratie, eine radikale Demokratie der Gemeinschaft. La emergencia del 15M plantea cuestionamientos radicales, no solo de las dimensiones formales de la política representativa, sino también de los dispositivos de gubernamentalidad y lo instituido del régimen político. Die aufkommende Bewegung des 15. Mai stellt nicht nur radikal in Frage die Frage der politischen Repräsentation, sondern auch die ganze Form der Regierungsführung und die politischen Institutionen im Ganzen. Y lo hace a través de una nueva producción simbólica de la realidad y de prácticas disruptivas, ¿no? Und das versuchen sie über eine Produktion neuer Subjektivitäten und neuer Symbole und erschütternder Praktiken. Supone la reapropiación de la política como hecho radical, que desborda el sistema establecido y rompe los marcos interpretativos establecidos por la cultura de la transición. Das bedeutet eine Wiederaneignung des Politischen als radikale Handlung, was die etablierten politischen Institutionen und das ganze System völlig über den Haufen wirft und eine ganz neue Kultur und Interpretation der Kultur der Transition in Spanien erfordert. Ahora. Si lo miramos desde el punto de vista de la composición, resulta ciertamente tendencioso hablar de la composición del 15M atendiendo pues, a la diversidad subjetiva y de modos de participación, a la multiplicidad de deseos y demandas que en él se han expresado y la propia complejidad del proceso. Zu der Frage der Zusammensetzung ist es auf eine gewisse Weise sehr tendenziös von der Zusammensetzung von der Bewegung 15. Mai zu sprechen. Das ist dem geschuldet, dass es eine sehr große Vielseitigkeit, eine subjektive Vielseitigkeit und eine Vielfältigkeit auch der Mitbestimmung dieser Bewegung gab, die und eben auch eine Vielfältigkeit der Wünsche und der Forderungen, die sich ausdrückten in einer sehr in einer ganz eigenen Komplexität dieses Prozesses. Pero esta diversidad, multiplicidad y complejidad es al mismo tiempo su potencia, ¿no? El ser un movimiento de cualquiera, postidentitario, que destruye todo estereotipo al mismo tiempo que permite una recomposición postideológica del cuerpo social en una coyuntura compartida. Aber diese Vielseitigkeit, Unterschiedlichkeit und Komplexität ist auch zur gleichen Zeit die Kraft und die Macht. Weil es eine Bewegung, sagen wir es jedermann oder jeder Mensch ist, eine postidentitäre Bewegung, die vollkommen das Stereotype zerstört
Und durch diese postideologische Zusammensetzung den sozialen Körper konjunkturell neu zusammenwürfelt. Como se decía en las plazas no somos ni de izquierdas ni de derechas, somos los de abajo contra los de arriba. Wie man auf den Plätzen gesagt hat, wir sind nicht rechts oder links, wir sind die von unten gegen die da oben. O nosotros no somos antisistema, el sistema es anti nosotros. Und wir sind nicht gegen das System ist gegen uns. Este elemento postidentitario del cualquiera hace que desde el punto de vista de su composición el movimiento 15M no sea etiquetable. Diese postidentitäre Zusammensetzung, wenn man sich die Zusammensetzung anschaut, macht es unmöglich, die Bewegung 15. Mai klar zu etikettieren, klar zu beschreiben. Esta incapacidad de etiquetar estas singularidades que participan en el movimiento muestran una vez más la irreductibilidad de los muchos en tanto que muchos, ¿no? De la multitud deseante por la reapropiación de la democracia y la política y de nuestras vidas. Diese Unmöglichkeit und Unfähigkeit, diese Bewegung klar zu etikettieren, klar zusammenzufassen, und diese ganzen Singularitäten eben sozusagen versuchen zusammenzufassen, zeigt, dass es eben unmöglich ist, die vielen als nicht als viele zu beschreiben. Und es zeigt, dass es eben eine Multitude, eine Vielheit ist, die auch gewünscht ist. Thank you very much, Aitor. And now.